Wie hat sich diese Mannschaft hier präsentiert in dieser Saison? Wenn Sie jetzt noch einen Sieg draufsetzen, dann haben Sie den Ligatitel. Und dafür bleibt noch Zeit. Es stehen ja noch einige Spiele aus. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Kann er sich den Ball holen? Bender. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und er trifft! Was ist das für ein schönes Tor gewesen? Ja, das ist der Flachschuss aus dem Lehrbuch bei der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sensationell. Und hier nochmal die Situation aus dem Lehrbuch. Genau da musste der Ball hin. Unhaltbar. Super. Neymar. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sergio Busquets. Den hat er richtig schlimm verzogen. Aber was ist das auch für eine Schusshaltung? Sanchez. Iniesta. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Der Ball ist frei. Iniesta. Da ist er, der Vorbereiter par excellence, der ideale Mitspieler für jeden Stürmer. Schuss und gut blockiert vom Verteidiger. Alexis Sanchez. Jetzt aber! Geschichte und jetzt ist alles wieder offen. Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Tor. Aber diese Vorarbeit, da hat er den Blick für den freien Mann. Dani Alves. Sergio Busquets. Nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und das wird ganz gefährlich. Achtung! Und der Ball erzappelt im Netz. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Das kommt nicht so furchtbar oft vor. Barca liegt hinten. Neymar. Sergio Busquets. Xavi. Iniesta. Bender. Lajkowski bewegt den Ball. Gündogan. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Diese Mannschaft will heute ganz offenbar auf Nummer sicher gehen und den Gegner gar nicht erst kommen lassen. Mit diesem erneuten Treffer konnten sie ihren Vorsprung weiter ausbauen und nichts scheint sie auf ihrem Marsch Richtung Titel aufhalten zu können. Auch Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Und er fliegt da wieder, so wirkt es zumindest. Höher als alle anderen ein Superkopfball. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie will man den dann verteidigen? Sergio Busquets. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Und jetzt! Erstmal nur abgewehrt.
Abseits gepfiffen. Sergio Busquets. Iniesta. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Und nun Lionel Messi. So sieht das der Trainer gern. Blazikowski. Setzt sich schon durch. Und er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Alexis Sanchez. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Und nun Lionel Messi. Sergio Busquets. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Ganz sicher hat er das gemacht. Das war eine faire Aktion. Sergio Busquets. Zu früh gestartet. Abseits. Iniesta. Und nun Lionel Messi. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Super Flanke. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Eine wunderschöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Und Achtung, Freistoß. Torwart hat ihn sicher, obwohl der Freistoß war gar nicht so schlecht. Und der Angriff wurde gestoppt. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Sanchez. Wojciechowski bewegt den Ball. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Jetzt holt sich der Angreifer den Ball zurück. Sofort abgezogen und den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Piqué! Erobert zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Klassische Übungssituation im Training. Ah, und das haben sie ganz gut einstudiert. Kein schlechter Versuch. Und nun Lionel Messi. Marco Reus. Hinter rein! Ein Torwart-Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den raus. Geht voll daneben. Und damit haben wir einen fast perfekten Halbzeitstand. Könnte schon der Endstand sein. 3:1 heißt es nämlich. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ja, was soll man da jetzt noch sagen? Gar nichts. Das ist nicht das Spiel des Torhüters. Unfassbar schlechte Leistung, ganz klar. Sie liegen deutlich und klar vor. Neymar. Sergio Busquets. Reus.
Gute Aktion des Verteidigers, da hat er Übersicht gezeigt. Sergio Busquets. Und nun Lionel Messi. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Neymar. Jetzt ist er ganz. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Gehalten, aber noch heiß. Ja, da muss man ganz anders an die Sache rangehen. Da muss man kompakt stehen. Das sind ja riesen Lücken da hinten. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Iniesta. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor. Das ist ein Freistoß. Nah am Tor, aus vielversprechender Position. Ich glaube es nicht. Er hat ihn gehalten. Es ist doch ein Torhüter. Er kann es. Der Ball kam gut, aber der Keeper war auf dem Posten. Das sehen wir gut hier in der Wiederholung. Scharf geschossen, bravourös abgewehrt. Mats Hummels! Reus. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Alexis Sanchez. Sergio Busquets. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Xavi. Sieht es jetzt nicht mehr ganz so schlimm aus. Reus. Achtung, er macht Tore in Serie. Er wird ganz gefährlich. Achtung! Und jetzt haben sie es. Das Tor! Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Reus. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Und nun Lionel Messi. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Ja, das war abseits. Sergio Busquets. Jetzt sieht er ab! Moral zeigen sie, aber der Sieger steht hier natürlich schon lange fest. Auf Bayern, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Unglaublich, die Bälle fliegen reihenweise ins Netz. Neymar. Und nun Lionel Messi. Tor, wie er das macht. Und wird der Trainer jetzt reagieren? Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen. Denn der hat ja schon zwei Tore gemacht. Ich glaube, es gibt niemanden, dem diese Partie... Geht er rein? Der war nicht einfach zu halten, da lag eine Menge Wucht in dem Ball. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Das kann passieren. Hey!
Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Und nun Lionel Messi. Ah, da entwickelt sich mit Schuss und das Ding. Ein Gegentreffer wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn es beim Unentschieden bleibt, können sie erst am nächsten Spieltag den Titel sichern. Und schon wieder schlägt es ein. Unglaublich, das ist dann wohl der klassische Doppelschlag, Manni. Und jetzt haben sie den Ausgleich gemacht. Unglaublich, was die Mannschaft hier geleistet hat. Iniesta. Kehl. Hallo, da verlieren sie den Ball. Er hat den Ball sofort verarbeitet und der Ball ist drin. Ja, bei diesem Spielstand wären sie Meister heute schon. Das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Oder doch? Das war die Führung, Frank. War es auch die Entscheidung? Ein unglaubliches Tor und das könnte es wohl tatsächlich schon gewesen sein. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post hier richtig ab. Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbrüllen. Iniesta. Neymar! Das war gar nicht so einfach, den Ball zu halten. Da war richtig Zug drin in dem Schuss. Er attackiert ihn, er will den Ball. Subotic. Kehl. Iniesta. Gündogan. Und der Angriff wurde gestoppt. Das Spiel ist aus und das Team darf sich noch vorzeitig als Meister feiern lassen. Ein großartiger Erfolg für alle Beteiligten und eine Demonstration ihrer Überlegenheit in dieser Spielklasse. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen, bis die Tage.